Willkommen beim Sägespäne-Einstreutest für Küken. Ich gehe jetzt in diesem Video genauso vor wie in den vorangegangenen Einstreutests, also brauche ich gar nicht groß viel drumherum reden. Los geht's! 2 5 Das ist jetzt das Kükenheim mit den Sägespänen. 5x 2,5 Liter habe ich hier reingegeben an Lockermaterial. Sägespäne. Sägespäne. Perfekt. Super. 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 Super Krallen. Ha. Eins doch bei den Sägespänen. Da ist ein kleiner Kotklumpen an der Krasse, vorne und hinten. Und du hast Federn angeworfen. Geruchstest Sägespäne nach der Benutzung. Also, stinkt nach Kot. Nee, ist jetzt von den Einstreu, die ich bislang hatte, das am schlechtesten riechende, um das mal positiv auszudrücken. Negativ. Die Sägespäne, auch hier ungefähr 1 Liter trockene Schüttraumdichte. 225 inklusive Becher. Das kommt wieder hier rüber. Wie viel Wasser können die Strohpellets in 10 Minuten aufsaugen? Das Wasser sieht schön sauber aus, was da rauskommt. Vierhundertsechsunddreißig. So, dann ab an den Computer und mal ausrechnen, ne?
hier, ich mach mal Licht. Und hier bei den Sägespänen, das ist eine. Ja, beruhigt euch. Bei den Sägespänen, das ist wirklich eine Katastrophe. Also gerade das Einstreu, was ich die letzten Jahre genommen habe, ich bin mehrmals am Tag hier unten und ich habe das die letzten Jahre halt auch immer die Tränke dann frei gemacht. Aber das ist beim Futter und bei der Tränke, das ist einfach so leicht und fliegt beim Scharren hier rein. Und dann ist es irgendwann so voll, wenn man mal einen Tag nicht kommen würde, dass die Küken nicht mehr trinken können. Und hier beim Futter ist es das Gleiche. Und das ist einfach, das Material bekommt von mir jetzt ein Veto ausgesprochen. Das ist schlecht. Das könnte sogar zum Tod der Küken führen. Die Kompostierbarkeit von Sägespänen. Holz ist natürlich ziemlich schwer zu kompostieren. Da haben die Destruenten sehr schwer dran zu knabbern. Aber Sägespäne sind ja jetzt von der Korngröße schon relativ fein. Deshalb klappt das, ich sag mal, suboptimal. Ich gebe die Sägespäne hier mit in meine Komposthaufen. Und ihr seht hier zum Beispiel eine Schicht mit Sägespänen, wo ich mal ausgemistet habe. Oder von den Küken ist das wahrscheinlich sogar. Wenn man dann auch relativ viel feuchtes Material hat, dann klappt das schon auf dem Komposthaufen, aber das ist natürlich schon eher das, was dann eher übrig bleibt und was man nochmal umsetzt fürs nächste Jahr wieder unten reingibt. Da habe ich einen älteren Komposthaufen, da sieht man unten immer noch Sägespäne. Ja, und zum Schluss, man kann es natürlich dann hier im Auslauf auch ein bisschen dann ausbreiten. Da kriegt man das Material schon weg, aber wie gesagt, besonders wertvoll für die Komposterde sind Sägespäne eben auf keinen Fall. Na gut, wenn man eben noch viel Kot mit drin hat, dann kommt über den Kot natürlich, kommen Nährelemente wieder mit rein in den Kompost zusammen mit den Sägespänen. Aber das hätten wir ja bei anderen Einstreuvarianten dann genauso. Also ich gebe da jetzt mal nur 4 von 10 Punkten für die Kompostierbarkeit von Sägespänen. Wenn ihr die Inhalte meiner Videos hilfreich findet und bald ein sowieso Einkauf auf Amazon bei euch ansteht, dann könnt ihr überlegen, ob ihr über diesen Link nach Amazon klickt, weil dann erhalte ich eine minimale Vermittlungsprovision von eurem Einkauf, ohne dass der Preis sich für euch dabei verändert. Also ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die das schon mal gemacht haben oder jetzt machen werden. Bauchgefühl zu den Sägespänen. Das ist jetzt mittlerweile ein ganz, ganz schlechtes Bauchgefühl bei den Sägespänen. Ich habe das die Jahre immer benutzt und hatte hier extra schon Planken angebracht, damit das Material nicht rausgeworfen wird und ich mehrmals am Tag hier fegen muss. Ich musste früher... Ja, beruhigt euch, ruhig. Ich musste früher mehrmals am Tag hier die Rinne sauber machen, damit die überhaupt trinken können, die Küken. Das gleiche beim Futter. Die Küken sind unglaublich ängstlich. Dabei müssten das eigentlich Hähne und Hennen sein vom blaugeschwärberten Hahn. Die waren die ersten 3 Tage ziemlich ruhig, aber jetzt irgendwie, ich weiß es nicht. Es wird nicht am Einstreu liegen, aber ich werde für Küken zur Aufzucht hier werde ich nie wieder Sägespäne nutzen. Also das ist bei mir für Küken durchgefallen. Für die großen Hühner im Stall kann man es nehmen und ich werde es auf jeden Fall aufbrauchen, aber das kann ich definitiv nicht empfehlen als Einstreu für Küken. Das war jetzt richtig wertvoll für mich und ich hoffe auch für euch, dass ich mal in verschiedenen Kategorien die Sägespäne betrachtet habe, denn das war für mich jetzt wirklich ein Ritt wie durch Himmel und Hölle. Da hatten wir zum Beispiel den Staubanteil, wo die Sägespäne fast keinen Staubanteil haben, da gab es 8 von 10 Punkte. Dann hatten wir die Fußhygiene, die ich umbenannt habe von Fußgesundheit in Fußhygiene. Da hatten wir bei den Sägespänen nur an 2 Krallen von den ganzen Küken, die in dem Stall waren, kleine Kotbällchen, also das auch ein super Wert. Beim Geruchstest dann, da sind die Sägespäne aber ganz schlecht. Also ich rieche nicht besonders viel, meine Frau behauptet sogar, ich kann eigentlich überhaupt nicht riechen. Was natürlich nicht stimmt, aber die Sägespäne nach einer Woche Benutzung von 10 Küken, das hat schon richtig gestunken. Also das war der schlechteste Wert von den Varianten, die ich bislang hatte. Und dann jetzt wieder
völlig top, der Preis pro Liter Einstreu, den wir bezahlen. Ich habe für den großen Sack 9,50 Euro bezahlt. Der ist unschlagbar. Also da gab es 10 von 10 Punkten, weil der Preis einfach so niedrig ist für die Sägespäne. Vielleicht ändert sich das auch, weil Holz wird ein bisschen knapper. Wir wollen ja auch im Winter vielleicht mit Holz zusätzlich heizen und man könnte aus den Sägespänen natürlich auch Holzpellets pressen. Ne? Die Wasseraufnahmekapazität von den Sägespänen, die ist relativ schlecht. Da gab es nur 3 Punkte. Und dann geht der Preis ja noch ein zweites Mal ein in die Bewertung, nämlich den Preis, den wir zahlen pro Liter Wasseraufnahmekapazität. Und weil die Wasseraufnahmekapazität so schlecht ist und der Preis so gut, ist dann doch der Preis pro Liter Wasseraufnahmekapazität auch nur bei 4 von 10 Punkten, weil eben die Sägespäne so wenig Wasser aufnehmen können. Ist halt so. Das Flugvermögen in die Tränke und in den Futternapf oder auch aus dem Kükenstall raus ist bei den Sägespänen, die sind so leicht aufgrund ihrer Form, fliegen die auch gut, halten sich relativ lange in der Luft. Und wenn sie geschart werden, das ist einfach grottenschlecht, wie dieses Material fliegt und dann eben auch die Tränke zusetzen kann und dann vielleicht sogar das Trinken für die Küken unmöglich macht. Deshalb habe ich da ja bei der Besprechung quasi schon ein Veto eingelegt für dieses Einstreu. Da gibt es 0 von 10 Punkten von mir. Die Kompostierbarkeit ist nicht besonders gut, aber sie ist zumindest vorhanden, wenn man nicht zu viel Sägespäne eben mit in den Komposthaufen reinpackt, dann geht das schon, 4 von 10 Punkten. Und dann als letzte Kategorie mein Bauchgefühl zu dieser Einstreuvariante für Küken ist aufgrund dieses Flugvermögens und dass die Tränke und das Futter damit vollgesetzt wird, ist auch bei 0 Punkten von 10. Also ich bleibe dabei, ich werde im nächsten Jahr die Sägespäne nicht mehr für Küken nutzen als Einstreu. Ich habe jetzt 4 Einstreu-Varianten schon für euch getestet und ich hatte noch 2 weitere Sand- und Buchenhack. Und jetzt sind wir aber schon im Juli angekommen im Jahr und diese Videos sind relativ viel Aufwand in Relation zu dem, wie sie dann doch auch geklickt werden. Ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr dem Video ein Like gebt und wenn ihr einen Kommentar da lasst, ob ihr die letzten 2 Folgen tatsächlich noch sehen wollt. Vielleicht verschiebe ich die ins nächste Jahr. Ich habe unheimlich viel noch andere Sachen vor. Deshalb kann ich euch nicht versprechen, dass ich Sand und Buchenhack auch noch mit aufbereite. Vom Bauchgefühl her sind die beiden aber schon auf jeden Fall relativ weit oben anzusiedeln, obwohl es natürlich auch Nachteile bei diesen Einstreuvarianten gibt. Also weiter, viel Spaß mit euren Hühnern oder sonstigen Geflügel, was ihr auch immer habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Euer Dr. Bene. Macht's gut.